Hey Leute, was geht? Mein Name ist Hachi, ihr seid bei 16 Bars und wir sind in Witten bei den wunderbaren Boys von Witten Untouchable. Los geht's. Wenn du es machst, mach es untouchable. 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 Okay, herzlich willkommen erstmal, vielen Dank für die Einladung, eher gesagt. Ja, gerne. Ihr wart gestern in Konstanz, habt da einen Gig gespielt, wollt ihr mal kurz erzählen, wie es war? War super, waren das erste Mal in Konstanz als Witten Untouchable. Lucky war bestimmt schon mal da, vorher auch nicht. Ja, war super. Geile Crowd, die haben richtig Bock gehabt. Und das ist für uns so eine Pre-Show gewesen zu den Live-Shows, die jetzt in einer höheren Frequenz kommen. Ab dem Album-Release, da haben wir schon ein paar Shows, die wir spielen. Und ja, es waren ganz cool, auch mal neue Sachen anzuspielen und zu gucken, wie die ankommen. Das ist immer sehr aufregend. Du hast vorhin eine Story erzählt, ich muss sie leider nochmal hören. Und zwar der Typ, der dir der mit der Hasch rauchen wollte. Was war da los? Ja, der hatte so eine Bucketlist-To-Do-Liste in seinem Leben, die er mir präsentiert hatte. Einmal mit Torch sprechen, das hatte er ja schon erledigt. Peace an Torch, an meinen Mann. Und einmal wollte er mit Lackmann einen durchziehen. Und ja, da war er ganz, ganz angetan von, ja. Genau, es hat natürlich auch einen Grund, dass ich hier bin. Und zwar steht euer drittes Crew-Album an, Trinity. Ihr habt ja zusammen auch mit Mess natürlich unfassbar viele Releases schon. Wie fühlt sich das jetzt an? Ist es noch so was Besonderes, auch vielleicht im Vergleich zu It Was Written? Ich muss sagen, so unglaublich fassbar viele, das ist jetzt unser drittes, ne? Also es gibt ja Leute, die noch viel mehr machen, so. Das ist auf jeden Fall immer noch deshalb genauso aufgeregt wie bei den ersten Alben, finde ich, bei den ersten beiden. Und der Abstand zwischen dem zweiten und dritten ist auch, glaube ich, kürzer als zwischen dem ersten und zweiten. Von daher, ja, das ist die Aufregung eigentlich immer noch da, immer noch frisch, ja. Ein fester Bestandteil ist ja neben Magic Mess, der jetzt leider nicht hier ist, noch Rook, ne, euer Produzent. Und der ist ja auch aktuell mit Antifuchs häufig im Studio. Verfolgt ihr die Sachen, die die macht? Ich habe ja auch mitgemacht auf dem Album, ne? Alter Hase, junger Fuchs. Und von daher habe ich auch so das mit Rook, also das, er produziert das ja, ne, auch so komplett mitverfolgt. Und ja, fand das erstens gut und zweitens überlege ich ja, habe ich ja, weil er ja unser Hausproduzent ist, auch mal so bei Untouchable, ne, also habe ich auch viele Beats, die ich halt auch solo von ihm halt gerne auch mal verwende und recorde momentan mache und da sieht man ja, dass es dann auch halt ist wie bei Antifuchs, halt, ne, ein Producer, ein Rook-Album, jetzt würde ich halt auch sowas zum Beispiel mal probieren, also es ist immer cool mit Rook zu arbeiten, ne, deshalb. Und ihr habt auch alle. Was soll ich jetzt nochmal unterbrechen? Er ist ja auch quasi so das Untouchable Sound, das Soundmerkmal. Ich kann mich, glaube ich, nur an einen Song mit den Snowgoons oder so ein Feature erinnern, den wir mal als Untouchable gemacht haben. Sonst steht ja irgendwie ein Untouchable Song immer mit einem Beat von Rook, also als dieser Sound, Vibe und Paket an. Und das macht es halt so unique, genau. Apropos Paket, ich glaube, ihr habt bei Alex, liebe Grüße an der Stelle, darüber gesprochen, dass bei It Was Written ihr fast jeden Beat genommen habt, ne? Und mittlerweile hat sich das geändert und ihr seid da ein bisschen vielfältiger geworden. Wo macht ihr da einen Strich und sagt, okay, ich glaube, ich würde doch mal lieber einen anderen Beat nehmen? Also, das ist gar nicht so oft, dass wir sagen, nee, den gar nicht. Das heißt, er spielt uns das schon ganz gut zu. Aber was wir meinten, war, glaube ich, so, dass du irgendwann so, wenn die Halbzeit ist so, wenn du sagst, ich habe schon 7, 8 Songs, dass man dann, wenn mal ein Beat kommt, dass du sagst, ja, nee, den eher nicht, lass mal weiter gucken und dann eher Sachen nimmt, die zum Album ergänzend sind, dass da nicht so viel Wiederholungen stattfinden und ja, also wie gesagt, das ist eigentlich immer noch sehr, wie heißt es, er trifft schon, er macht schon Schurschatz so, wenn er uns ein Beat schickt, ist schon immer passend so, er weiß ja auch oder stellt sich auch selbst vor, wie es zu klingen hat. Ja, aber was wir meinten war auch, beim ersten Album sind es ja auch viel mehr Tracks, ne? Da waren irgendwie fast 20 Lieder drauf, beim zweiten jetzt auch, es wird immer weniger, dann 16 und jetzt sind wir bei 13. Selektiert halt, ne? Genau, wir selektieren halt, glaube ich, mehr und man muss sich ja auch im Vergleich zu den Alben davor dann versuchen, nicht zu wiederholen oder irgendwas zu machen und ja, wenn du irgendwann schon, wie du sagtest, zwei Alben oder jetzt beim dritten bist, gemacht hast, dann versuchst du irgendwie immer auch natürlich den Vibe beizubehalten, aber trotzdem immer wieder was Neues zu machen und ja. Wir haben einen ganz tollen Ausschnitt gefunden, 10 Jahre alt, da warst du auf einem Festival und 16 Bars Interview und den wollte ich euch einmal ganz kurz zeigen. Am Oktober das Alice and Kareem Album rauskommen wird, hier auch über Out of Fame, über das Label. Und danach das Witten Untouchable Album mit Mess Kareem und mir, da haben wir auch schon ein paar Songs aufgenommen, also wie du siehst, kriegt man das nicht mit, wenn man in die Juice guckt oder in den Videos? Oder sich in den Internetportalen auffällt.
Guck mal, meine langen Haare. Aber wenn du uns siehst auf die Jams, wirst du es erfahren. Warum das jetzt so ist, finde ich. Warum ist das so? Ist auch egal. Für mich ist es wichtiger, dass die Leute in unserem Umfeld mitkriegen, dass da was Neues rauskommt, als dass es überall gepostet wird, gehypt wird und der nächste große Schrei ist, aber im Endeffekt doch nichts ist. Genau vor 10 Jahren ist das Interview gewesen und da habt ihr das announced, ne? Und 4 Jahre später ist aber erst It Was Written rausgekommen, 2013. Warum hat es dann so lange gedauert, wenn du es damals schon angekündigt hast eigentlich? Ja. Weil Blackman es angekündigt hat. Ja, warum hat es so lange gedauert? Nee, bei uns, es ist ja auch established 2009 die Idee, auf jeden Fall, so, dass wir ein Album oder Musik zusammen machen. Und ja, es hat, glaube ich, gedauert, bis wir dann wussten, mit wem wir es machen, beatsmäßig. Das war ja dann auch, es stand nicht von vornherein fest, dass das mit Rook ist. Wir haben auch immer wieder gesucht, von wem wir dann Beats uns holen könnten, um drauf was zu machen. So habe ich damals übrigens auch Marvin kennengelernt und Morten, weil wir da auch so ausgeholt haben durch die Jungs von Petit Fré, durch Monico, liebe Grüße, der uns damals dahin so verwiesen hat und meinte, die sind auch krass, die Jungs, so. Und dann hat es aber immer noch ein bisschen gedauert und war dann letztendlich 2012, wo wir wahrscheinlich angefangen haben, Ende 2012 oder 2013, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das Album kam, oder wahrscheinlich sogar genau 2013, wo wir dann das Paket hatten, ins Studio gegangen sind und uns klar war, dass es nur mit Rook ist. Wir hatten so ein paar Anläufe mit anderen Produzenten, glaube ich auch, oder mit gemischten Paket. Und früher hat man sich auch mehr Zeit gelassen. Als wir 2009 Musik gemacht haben, haben wir uns auch noch mehr Zeit gelassen. Ne? Stimmt. Und da kam auch dein erstes Album noch, das 2 Gramm gegen den Stress. Ja, also das hat. Also, das war 2012, ne? Also es ist gesund gewachsen, sagt man so schön, ne? Wenn man das so sieht, wie das halt so an Fahrt gewinnt, über die an Anfangszeit so ein bisschen länger dauert und dann jetzt wie so aus einem Guss alles kommt. Das ist schon gut, finde ich. Ey. Das ist auf jeden Fall beeindruckend, dass quasi der Prozess des Beatfindens länger dauert als die eigentliche Produktion dann, ne? Bis man dann endlich weiß, wie das Ganze sein soll. Rook muss ich auch noch sagen, die Leute kennen ja so, was wir dann so veröffentlichen mit Rook und sehen dann unsere Entwicklung als Band und seine Entwicklung an Beats halt so. Die kriegen ja aber trotzdem dann halt auch nur halt fertige Songs und Beats von ihm zu hören. Der Auswahlpool, in dem wir fischen, ne, ist halt so groß und so hat so ein breiteres Spektrum, dass Rook halt auch, was man ganz getrost sagen kann, Rook macht halt auch ganz andere Paletten von Beats, ne, die gar nicht vielleicht uns ansprechen, erreichen oder auch zur Auswahl stehen. Und so ist es halt immer so ein Finden von so einem gemeinsamen Nenner und halt, dass sich alle 3-4 Leute halt auch so einen Beat halt einschießen und auch so eine bestimmte Vorstellung haben, was halt wirklich explizit für Untouchable ist und was aber auch halt irgendwie von uns mal irgendwie geliked wird, was er vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Das Übliche halt irgendwie so dieses Perlensuchen, was man halt so macht. Manchmal hört man einen Beat und checkt ihn vielleicht noch nicht, manchmal hat man einen Sure-Shot, manchmal hat man sofort eine Idee dazu. Das alles muss man halt auch noch so in Berechnung reinziehen, wenn man halt so irgendwie so an so einen Song mit Untouchable halt irgendwie rangeht. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Im gleichen Interview hast du übrigens davon gesprochen, dass keiner der dort anwesenden Acts von den Plattenverkäufen leben kann. Und da hartes Statement. Mittlerweile ist es ja ganz anders, ne? Ist es eher ein Fluch oder ein Segen für die Szene, dass es jetzt so einfach ist, sage ich mal, Geld mit Rap zu verdienen? Das ist natürlich ein Segen, wenn man Geld verdienen kann, ist immer gut. Ich glaube, das war ein ganz kritisches Jahr, 2009 oder so, wa? Mhm. Das ist ja auch oft referiert als das Jahr, wo es dann schwierig war und so. Wir haben trotzdem immer weiter Musik gemacht, also uns tangiert das jetzt nicht so, aber na klar, ich glaube, alle, die Ambitionen haben, damit ein richtig großes Geschäft draus zu machen, für viele war es zu der Zeit dann vorbei damit. Und deswegen denke ich, dass es auch eine realistische Einschätzung damals war. Aber heutzutage, sagst du ja selber, ist der Braten wieder groß genug und fett und alle essen und sind satt, ist doch schön. Seit dem ersten Release seid ihr ja so ein bisschen mit so einer Attitüde unterwegs, dass ihr gegen den Mainstream geht quasi. Es wird häufig geschossen, jetzt nicht namentlich, sondern halt gegen austauschbare Plastik-MCs oder sowas. Gibt es aktuell was euch besonders gegen den Strich geht, wo ihr sagt, das ist ein Trend, auf den habe ich gar keinen Bock? Um ehrlich zu sein, nicht, also... Weil es ist auch, das hatten wir auch im Interview mit Alex, glaube ich, der hat das ganz gut analysiert, der meinte, es ist ja immer weniger und auf dem neuen Album fast gar nicht mehr da. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so bei uns menschlich und so von der Gedankenwelt her eine Entwicklung, dass wir gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, aber ja, man kann immer mehr kann, na klar. Es gibt locker Sachen, die ich scheiße finde, aber warum soll ich mich damit beschäftigen und aufhalten? Was sagst du? Ich sag auch, Mann, wieso soll ich auch wieder alles scheiße finden? Ist halt...
Aber ich kann das nur so unterstreichen und unterschreiben, was Karin gesagt hat, ja. Schönes Statement. Fame muss man sich auch erarbeiten. Man muss jeden Monat auf Bühnen stehen. War noch so ein schönes Statement aus dem Interview. Das hast du gesagt. Ganz kurze Frage, was war da los? Du hast dich auch gerade so ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja, ich merke jetzt auch gerade mit dem anderen Format, was wir gemacht haben, dass ich mal aufpassen sollte, was ich sage. Ne? Viele Sachen sind mir gar nicht mehr so bewusst und kann ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Kann ich jetzt auf meinen Recht zu schweigen Gebrauch machen hier. Das bitte nochmal, ich kann mir nicht, was ich da genau gesagt haben soll. Du hast gesagt, Fame muss man sich auch erarbeiten, man muss jeden Monat auf der Bühne stehen. Und auf was ich hinaus wollte, ist, dass heutzutage ja komplett anders ist. Heutzutage verdient man sich erst den Fame und dann steht man auf der Bühne. Ja, bei uns ist nicht so anders. Genau, ich hatte gestern die Show und danach hatte ich 5 neue Follower auf Instagram. So holen wir uns den Fame. Aber das ist ja eine ganz krasse Entwicklung, ne? Zum Beispiel so eine Loredana oder so, die fängt halt als Influencerin an, kommt dann mit ihren 2 Millionen Reichweite oder auch bei Shirin David und dann fängt die an Musik zu machen und dann hat die halt volle Hallen. Ne? Findet ihr das in der Entwicklung eher schade oder wie bewertet ihr das? Nee, die sind doch super, also auch was die machen und die arbeiten ja dann auch mit den coolen Produzenten zusammen und so, ist doch alles top. Wir waren immer schon so ein bisschen, wenn es darum geht, das Medium zu beherrschen und sich daraus einen Vorteil zu verschaffen, waren wir noch nie bei den vorderen Rängen mit dabei. Das heißt, wir sind dann froh, wenn wir es dann auch irgendwann, wenn es schon fast wieder out ist, gecheckt haben, dann alle Accounts haben und so und versuchen da dann, es klappt ja auch dann ganz gut, ne, wenn die Leute einen dann da erreichen können und das verfolgen können. Es macht ja auch vieles leichter. Aber ja, ich glaube, ja, wir sind Fan von McLeod auch, ne? Von Lauren. Ja, klar. Oberfans, klar, Mann. Da muss ich auch, dein Social Media Game ist ja relativ on point und bei dir ist ja so ein offenes Geheimnis, dass du eigentlich Social Media technisch da jetzt nicht so. Er ist voll am Start. Wirklich? Ich hab letztens geguckt und da dachte ich mir schon so, du hast gepostet, aber ich habe auch mal gelesen, dass du deine Social Media Accounts gar nicht selber betreust. Oh, ja, doch. Doch, ja. Ich bin das persönlich, ja, tatsächlich. Ja. Okay, und meinst du aber, wenn du da noch mehr Power reingeben würdest, würde da reichweitentechnisch noch mehr bei rumkommen? Weil ich meine, du hast nicht mal 10.000 und giltst seit 20 Jahren als einer der größten Rapper Deutschlands. Ich weiß gar nicht, wie ich auf so eine Frage antworten soll, ehrlich. Das übersteigt meine Kompetenz. Ich mache mir über sowas keine Gedanken, Hatschi. Ich kann dir das nicht sagen, wie, was für einen Einfluss das auf meinen Musikschaffen, Karriere, Werdegang oder Umgang mit meinen Leuten und mit meinem Hobby zu tun hat, leider, ehrlich. Ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken, ehrlich nicht. Schon cool, also. Ich bin doch voll am Start, sagt Kareem. Er ist doch voll am Start. Er ist schon fast 10.000. Ich habe voll viele Connections auf Instagram. Also es gibt tatsächlich. Wir schmeißen auch wie alles zusammen. Weißt du, ja. Ich habe 5, er 10. Ich habe zum Beispiel seit einem Dreivierteljahr jeden Sonntag um 14:30, heute habe ich das für euch extra aus und wir waren ja in Konstanz noch. So ein Sonntagschat, musst du mal vorbeischauen. Okay. Gehe ich immer online, spiele Gitarre, die Leute fragen, ja, ist kein Witz. Habt ihr das auch noch nicht gesehen? Ihr folgt mir nicht auf Instagram, ne? Doch, habt ihr mal gesehen, sonntags live, wenn ich hier diesen Online-Chat mache? Jeden Sonntag, 14:30, eigentlich heute halt nicht, weil wir unterwegs waren. Aber das auch daraus ist auch schon entstanden, eine ganz große Community. Die Leute treffen sich, versammeln sich, organisieren sich zum Basketballspielen oder fragen untereinander, folgen sich untereinander, haben Diskussionsrunden, kommen zu Jams und sind immer on point, supporten uns halt immer. Und voll viele hat man schon gesehen oder ich schicke mal ein Feedback, wenn die mich halt immer auch fragen. Die können mich immer fragen und schreiben voll viele tolle Sachen, geben voll viele Vorschläge, schicken Beats, voll viele Sachen sind schon entstanden, Followerschaften. Wenn ich jetzt alle grüßen würde und dieses Social-Media-Ding jetzt hier auspacken würde, würde ich eigentlich gesagt hier auch schon lange sitzen, aber mir hat alles, was zu Trinity irgendwie jetzt gefragt wurde, auch halt, dachte ich halt irgendwie so mehr gefallen, also nicht mehr gefallen. Ich bin halt total unvorbereitet gewesen, auf diese Art von Sachen zu reagieren mit meinem Social-Media-Game und wie das ist. Ich denke, ich habe da keine Kompetenz, das zu beurteilen und so Einfluss zu nehmen. Ich mache einfach so, wie ich das fühle halt, wie ich denke, was ich so ein Mitteilungsbedürfnis habe. Ich denke, das ist aber auch das, was bei den Leuten dann ankommt. Dann lass uns doch mal darüber reden, wie Rap sich aktuell so ein bisschen entwickelt. Ich weiß nicht, habt ihr den Hype um den Track von Lil Nas X mitbekommen? Dieses Old Town Road? Das ist ja so ein Country-Song, ne? Wie findest du das? Ich habe den Song nicht gehört, aber ich kenne die Story dahinter, dass der irgendwie so ein bisschen gebasht wurde in der Country-Szene, weil er wahrscheinlich so äußerlich nicht dazu passt oder so. Ja, ist das alte Thema dann so, ne? Das ist halt auch
mit Rassismus behaftet in Amerika und so weiter. Ja. Alter, was denn? Das ist so ein Typ, der so einen Country-Song gemacht hat und der ging mega durch die Decke, weil das mit so einer neuen Social-Media-Plattform auch in Verbindung dann so voll den Hype hatte und dann hat die Country-Szene sich davon distanziert, ist das richtig? Genau, es ist so Country-Trap quasi. Es ist eine Mischung aus Rap, also sehr modern, auf so elektronisch basiert auch, aber es hat halt Gitarren drinne und Billy Ray Cyrus ist jetzt, glaube ich, auch auf so einen Remix gehoppt, der auch großer Country-Sänger ist. Mhm. Und ein großer Country-Sänger. Ja, genau. Genau, und da zeigt sich so ein bisschen das, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, und zwar Rap wird ja immer vielfältiger in dem, was noch Rap ist, ne? Wie habt ihr auf dem neuen Album auch so mal vielleicht einen kleinen Ausflug musikalisch gesehen, der abseits von diesem Bars-Motiv ist? Wir haben Bars ohne Ende, Bro. Wir können gar nicht ohne unsere Bars. Unendlich, endless love mit den Bars. Haben wir einen Ausflug gemacht? Nee, wir sind in Witten geblieben und dementsprechend, ja, ich glaube, es ist nicht hängen geblieben. Ich glaube, wir machen eh keinen Boom-Bap-Sound oder so. Das finde ich immer auch eine ganz falsche Einschätzung oder Beschreibung davon, weil es einfach so, wir haben es geschafft, einfach so für uns einen eigenen Sound zu finden. Mit dem gleichen Produzenten immer ist es ja auch leichter. Das, voll viele wünschen auch, genau. Mal so ein homogenes Soundbild, ein Producer, ein MC oder eine Band also und dann so ein ganzes Klassiker-Album zu machen, so Sounds aus einem Guss, Alben aus einem Guss, also das ist auch das, was voll viele Leute wünschen und so. Ich bin da auch gesegnet, finde ich, dass wir zu dritt halt so ein eigenes Soundbild haben, was sich nicht so in Schubladen packen lässt. Ey. Auf jeden Fall. Ich denke schon, dass es so breit gefächert ist trotzdem und bestimmt auch was dabei ist, wo man jetzt sagen würde oder jemand außenstehend sagen würde, oh, das ist jetzt irgendwie modern oder das ist ja, aber trotzdem zu alt. Straight gerappen, ne? Also yes. Bars. Wunderbar. Bei dir persönlich ist es ja so, dass, also Karim, dass du musikalisch ja jetzt auch mit Morten in letzter Zeit mal ein paar kleine musikalische Experimente gemacht hast, ne? Gibt's keine Experimente? Keine Experimente. Nein. Ich meine, so Mausberg oder sowas zum Beispiel, das ist ja Sound, den ist man von dir davor nicht so unbedingt gewohnt gewesen. Wie ist das da für dich der Unterschied im Arbeitsprozess? Ist ein ganz anderer Arbeitsprozess, weil wir setzen uns einfach irgendwo hin, Morten baut das Studio auf und dann machen wir einfach Songs die ganze Zeit. Und das ist jetzt die letzten Jahre einfach der Fall gewesen. Wir haben sehr viel gesammelt. Jetzt kam ja irgendwann mein Album auch raus, Hell on Earth. Das war so eine Ansammlung von Songs. Soll gar nicht so, also nicht eine Ansammlung von Songs, aber so, wo wir dann dachten, okay, irgendwann, das ist es jetzt, weißt du, das ist das Paket. Und hatten noch ein anderes Tape, Hell in Hell, dazugelegt, was jetzt auch bald digital nochmal rauskommt und so weiter. Und es wird immer mehr Songs kommen. Es wird kein Spaß-Family-Songs kommen. Es wird von mir und Morten Songs kommen. Ich bin immer, wenn ein Release von den Jungs ist, irgendwie auch mit vertreten. Also da bin ich einfach sehr dankbar. Ich bin da in einem sehr kreativen Umfeld, wo die ganze Zeit Musik gemacht wird und ich teilhaben darf, was sehr schön ist. Ist ja vom Prozess her insofern anders, dass wir uns halt immer vorbereitet ins Studio begeben, schon geschrieben haben, der Beat schon klar ist. Und mit Morten ist es mehr immer von der Pike auf. Also er baut, ich schreibe, also so von null auf mehr. Du hast gerade schon kein Spaß-Family angesprochen, da muss ich jetzt nochmal sagen, im Interview bei Alex hast du auch ein, zwei Mal gibt's keinen Spaß quasi eingeworfen. Die Leute in den Kommentaren waren schon so, kein Spaß-Family. Ich brauche einmal das Statement, warum gibt's keinen Spaß? Weil es keinen Spaß gibt. Nein, es ist einfach so in den Leuten drin, dass sie einem immer viel Spaß wünschen und es kam irgendwann so, es gibt keinen Spaß. Es gibt Freude, Vergnügen, kann man sich immer selbst. Aus Spaß resultieren halt auch oft Sachen, die uns nicht so weiterbringen im Leben. Deswegen gibt es keinen Spaß. Und das bedeutet auch, dass es uns gibt. Kein Spaß, also kein Spaß für mich. Es gibt es uns, bedeutet das auch. Und ja, ich glaube, das ist auch etwas, einfach die Musik abchecken, erklärt sich dadurch, wie vieles, ne? Eine Frage an dich noch wegen einem Solo-Album, Solo-Track, und zwar La Forêt hast du letztens gedroppt und ich habe Morten in der Hotbox schon die Frage übermittelt, aber am Ende gibt es ein Sample und es ist von dieser Sängerin, ne? Kannst du einmal ganz kurz erläutern, woher du die kennst und wie du darauf gekommen bist? Marie La Forêt. Wir haben irgendwann Samples gesucht und dann bin ich auf sie gestoßen und dann haben wir uns alles von der gegrabt, was es gibt und haben sehr viele Songs auf ihre Samples gemacht. Und der Song speziell, da singt sie auch am Ende so ein bisschen gepitcht. Mhm. Das ist von diesem Song, von dem auch das Sample ist. Keine Ahnung, ich liebe die einfach, Mann. Ich kann sie nicht genau beschreiben. Ich finde die Musik voll schön. Ich finde schön, wie sie singt. Ich finde die Samples, also so die Musik, die damals gemacht wurde,
finde ich sehr krass, weil du musst dir vorstellen, diese Songs, es gibt ein paar, die gibt es auf Deutsch, das sind nicht viele, und die gibt es aber auch auf Französisch, und die deutschen Versionen sind halt auch bombastisch gut geschrieben und so. Es ist wie so ein Prä-Schlager Zeit, wo, also so stelle ich mir guten Schlager, wenn es ihn so geht, oder Volksmusik vor oder so, was es ja auch ist, denke ich, in Frankreich. Ja, das ist auch so, es goes deep, man, es ist, wie soll ich dir das genau beschreiben, also es ist einfach Musik, die ich schön fand, gehört habe und die wir viel in unsere Musik haben einfließen lassen. Ja, und deswegen habe ich hier jetzt mal auch den Titel gewidmet, so. Das ist schön. Lagmann, du bist ja auch Battle-Rap-Veteran, sage ich mal. Und ich weiß nicht, hast du zufällig die Sache rund um das Top-Tier-Takeover-Event mitbekommen, was letztens mit Cynic und Mighty war? Wie bewertest du das denn, auch so dieses Statement von Cynic, ne, wo er dann quasi die Jury kritisiert und denen gesagt hat, dass es abgekatert war? Cynic macht Auge, genau. Wie ist deine Einschätzung von dem Battle gewesen? Ich finde auch, Cynic hätte, glaube ich, ich hätte auch für Cynic gewotet. Die Begründung war ja, dass Flow und sowas, ne, war bei Mighty wohl ausgeprägter und Cynic hatte nur die besseren Punchlines. Was denn deine Herangehensweise, um zu urteilen, also, wie judge ich das also Battle? Für mich war, also da die so viel gebattelt haben und so lange sich schon kennen und auf allen Plattformen und so Ebenen so alles schon abgegrast haben, ist es auch für mich eher so eine Momentaufnahme gewesen und kein großes kapitales Statement und hiermit halt bin ich jetzt der neue Superstar auf dem Label und der andere ist nix oder so. Ich glaube, das hat, wenn du so gestanden bist und so lange Battle Rap halt irgendwie auch ein Gesicht gegeben hast, ne, wie die beiden es halt auch gemacht haben, ist die Einflussaufnahme von draußen, von der Industrie, von Labels, von Preisgeldern vielleicht groß, aber nicht so groß, dass es halt für den Künstler an sich eine, wie soll ich sagen, eine Bewusstseinsveränderung, eine Änderung der Herangehensweise an die Musik bedeuten würde in diesem Battle-Rap-Kontext. Ich glaube, wenn die halt den Sprung schaffen vom Battle-Rap-Plattformen zu dem Album-MC, zu dem Studio-MC, wie man das Live-MC, wie man das jetzt auch nennen soll, dann ist es eine ganz normale Entwicklung, finde ich, von dem Rapper-Dasein. Also jeder aus der Schule, wo ich komme halt und wie wir angefangen haben zu rappen, musstest du halt das ganze Repertoire eines MCs halt auch irgendwie beherrschen. Storytelling, Battle Rap, reflektierte Sachen, Party-Songs, Viber-Songs, harte Songs, was auch immer du halt für Songs machen wolltest, musst du das können. Deshalb ist es halt für mich ein Teil von dem ganzen Kunstform, so diese ganze Sache. Und es ist schön, wenn man halt beides immer vereinen kann. Und deshalb ist es auch, denke ich, machbar für beide MCs, egal ob du jetzt Erster oder Zweiter geworden bist bei diesem Battle, dass du halt mit deinen Skills immer noch Live-Auftritte machen kannst oder ein Projekt machst, ein Album veröffentlichst, unabhängig jetzt, ob du jetzt ein Preisgeld gewonnen hast oder auf dem Battle-Turnier der Erste geworden bist. Mhm. Halt so. Man muss halt einfach das komplette Paket, finde ich, halt auch beherrschen von MC. Das ist das, was ich halt da so beigebracht bekommen habe. Das kann ich super nachvollziehen. Der Punkt ist ja aber... der Punkt ist ja aber, dass das nicht nur Preisgeld gab, sondern du durftest ja auch ein Label, also ein Label-Deal quasi bei Alpha Music Empire, Kollegas Label, mit einer Albumproduktion haben. Und ich meine, wenn du quasi in der Situation bist und der vermeintlich bessere MC bist und dann kriegst du aber trotzdem nicht den Preis, den du dir eigentlich verdient hast, ist das nicht fragwürdig? Nee, ich weiß gar nicht. Ach Quatsch, ich weiß nämlich gar nicht, ob das so gut ist. Das ist das, was ich auch gerade noch eben gesagt habe, also ich weiß gar nicht, ob die Einflusseinnahme eines Labels von draußen oder ob er jetzt einen Verlag oder eine Produktionsfirma hat oder jemand vom Label, der einen DJ, einen Producer dahinter stellt, der dir jetzt ein Album macht halt so. Ich weiß gar nicht, ob das so groß das verändert halt. Für mich ist das irgendwie, wie was ich schon gesagt habe, ein kleiner Spektrum von dem musikalischen Charakter und kreativer Typ, der du auch schon halt irgendwie geworden bist, wenn du halt, wenn ich das so annehme, wenn du halt schon von das Gesicht und von so einer Battle-Rap-Plattform gerade mit bist, einer der 4, 5, 6, 7, 8, 10 großen Leute, dann hast du ja auch mehr zu bieten an Charakter, Substanz und Vielfältigkeit in deiner Musik, als dass das halt jetzt irgendwie so von einem Label-Deal abhängt halt so. Ich meine, das ist total gut und schön heutzutage, glaube ich, so wie, oh, krass, Entschuldige, Alter. Es ist halt total, nochmal Entschuldigung. Haben wir alle mal gelacht, ne? Ich weiß nicht, was so witzig, gibt keinen Spaß. Es gibt keinen Spaß.
Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Also ich wollte gerade sagen, dass es nicht davon abhängt, ob, was die Industrie so Einflussaufnahme nennt bei Cynic und bei Mighty Mo. Mighty, vor allem, auch diese Frage ist doch irgendwo obsolet. Ich meine, Mighty Mo und Nedal haben doch Gebrüder King rausgehauen, deren das gemeinsame Album von denen, oder nicht? Also die wissen schon, was das heißt, im Studio zu sitzen und ein Album-MC zu sein, als ein Teil einer Band zu sein halt, so, weißt du, deshalb denke ich, das ist eine ganz normale Entwicklung und ich würde das nicht an einem Battle jetzt irgendwie die Welt aufhängen, wie gejudged wurde, ne? Ey, ich muss da ganz kurz mal nachhaken, du sagst immer wieder Band, seht ihr euch als Band oder seid ihr eine Crew? Wir sind eine Gang, Alter, oder? Wir sind doch jetzt nicht so eine musikalische Band, die sich nur so getroffen hat, um Musik zusammen zu machen. Also wir machen, weil wir machen das schon so, wie du gesagt hast, 2009 so lange. Ne? Das ist ja... Call it what you wanna call it. Ja, wir sind... Sind Live-Battles eigentlich eine Sache, die du vermisst? Ich meine, das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass du Live-Battles auch gemacht hast. Ne? Ist das was dir fehlt? Nö, gar nicht. Ich sehe das inzwischen nur noch von der Couch aus, also auf dem Rechner so. Und wenn die Sachen rauskommen und verfolge das halt über so. Bin Fan von Battle-Rap, ganz klare Geschichte. Aber früher war Battle-Rap irgendwie anders. Heute ist es ein bisschen auch ein Ausdruck und ein Spiegelbild davon, wie sich alles halt verändert hat. Ne? Wie alles halt kleiner, intimer wird, wie das halt alles durchdringt in deinem Leben, wie halt diese Globalisierung, das siehst du halt auch halt in einem Battle Rap, was man halt alles über einen und seinen Gegner erfahren kann, wie klein die Welt geworden ist halt, ne? Und ja, so ist das halt. Ja. Früher war alles ein bisschen anders. Um nochmal auf Trinity zurückzukommen, ich habe mir die Tracklist angeschaut und ihr habt ja quasi nur zwei Features, also zweimal Mary, ne? Und dann noch DJ Chinch 33, ne? Ich glaube, es ist eine bewusste Wahl, weil ich meine, ihr habt ja die Verbindungen, warum habt ihr denn jetzt nicht noch einen berühmten Feature-Gast oder sowas auf dem Album? Feature nie auf unseren Alben, sind schon genug Bars, du hast ja schon gesagt, es sind viele Bars, sind schon immer drei Rapper und meistens auch alle drei vertreten auf dem Song und ja... Das brauchen wir gar nicht. Ja, Lucky macht das ja gerade. Der hat, ne, das ist ja dein aktuelles Projekt, ist ja so ein bisschen, dass viele Features auch mitwirken. Jetzt auf einem neuen Solo-Projekt, was kommt? Oh, okay. Ich recorde schon, also ich bin schon fast fertig. Und hast du da schon Leute zusammengetrommelt, die dir das schon ein paar Sachen abgeschickt an Leuten und die dabei sind und möchte jetzt aber auch, das kann ich gerade. Weil ist so voll blöd, das sagen ja immer alle, ich möchte jetzt nichts veröffentlichen. Ich kann es halt echt noch nicht sagen. Ja, nee, safe, wenn man noch nicht weiß, ob die Leute sicher drauf sind oder sowas, ne, dann ja, möchte ich auch selber meine Sachen erst vorher fertig dafür haben, die ich da halt irgendwie mir so erdacht habe, wie das so zu klingen hat. Ich möchte halt, ich will jetzt auch nicht sagen, die Brücke schlagen zu Untouchable. Doch, klar, immer, es ist ja immer die Brücke schlagen zu Untouchable. Aber alles, was ich von Untouchable gelernt habe, was ich Solo früher nicht gemacht habe, so würde ich halt jetzt mal auf ein Solo-Ding halt auch ausprobieren. Das heißt auch mal vielleicht ein Beat zu nehmen, den wir für Untouchable zu dritt halt irgendwie nie so als richtigen Song empfunden haben. Vielleicht mal doch mal zu picken und zu gucken, wie der klingen kann. Und halt mal zu gucken, was Rook halt sich so vorstellt, wenn er halt so für Solo mal für eine Person halt so ein paar Beats schraubt, was man da halt so für Material kriegt. Und das will ich halt auch erstmal alles zu Ende recorden, bis es das fertig ist. Ne? Einer der bekanntesten Feature-Parts von dir, behaupte ich einfach mal, ist dein Feature-Part auf dem Savage und Sido-Track. Ne? Wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass du da auf dem Royal Bunker-Album gelandet bist? Die haben angerufen, geschickt, Sigi hat gefragt, ich habe mich gefreut, Hammer Ehre. Hab dann Bescheid gesagt und hab recorded und abgeschickt. Dann haben wir uns getroffen, Video gedreht und dann sind wir auf Tour zusammengegangen. Ich durfte dann mit da bei den Festivals und immer wenn die in der Nähe waren, bin ich dann vorbeigekommen. Wir haben den Song gemacht und ja, voll große Insta-Communities daraus auch entstanden. Voll viele Leute habe ich so kennengelernt von früher, die man kennt, die man schon voll irgendwie weiß, wer im Hintergrund da ist und so. Und ja, da freue ich mich drauf. Und die Zusammenarbeit halt hat immer Bock gemacht mit den beiden halt. Ich habe einige Leute gehört, die haben das mit Renegade von Jay-Z und Eminem verglichen, weil du ja quasi Feature auf dem Track bist und aber den besten Part hast, laut den Leuten. Nimmst du das so wahr, oder? Ich habe ganz andere Wahrnehmungen gehabt bei dem Part in den Kommentaren, was ich da immer so gelesen habe, dass ich den Song immer nach unten ziehen würde und voll wie Valium das so kaputt machen würde. Aber das ist, ich finde, so Siggi und Savage zu vergleichen und dann noch einen dritten Rapper dazu zu tun und zu fragen, so, wer kann jetzt hier ausgewürfelt werden, wer der beste Part ist. Dafür sind dann halt vielleicht auch alle drei Rapper zu unique halt irgendwie, zu schon so halt so in ihrer Sache so sicher, dass man das halt gar nicht so vergleichen sollte. Ne?
Finde ich, das ist ein guter Ansatz. Apropos drei Rapper. Fat Tony hat letztens was getweetet. Und zwar hat er geträumt von einem Track von Dendemann, Lackmann und Trettmann. Witzig wegen dem Mann, ne? Ich denke mal. Kannst du dir vorstellen, mit den beiden mal was zusammen aufzunehmen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mit Dende wollte ich schon immer mal was machen. Klar, würde ich jederzeit machen. Trettmann kenne ich jetzt gar nicht so. Musikalisch oder persönlich? Persönlich. Stehe ich. Das ist aber ein wichtiger Faktor für dich, dass du Features mit Leuten machst, dass du die persönlich kennst. Auf jeden Fall, ja. Dann eure aktuelle Single jetzt, wo wir gerade drehen, ist Weed geschenkt. Ne? Mhm. Da geht es ja um Grenzkontrollen, Beamte und ist so ein bisschen so ein Storyteller. Hat mich auch ein bisschen an schlechte Nachrichten erinnert, weil es halt so ein Konzept-Track ist, also aus It Was Written. Ja, weil er meint, schlechte Nachrichten war auch so ein Story-Dings vom. Ja, aber das ist eine fiktive Geschichte und das ist ja Real Talk gewesen. Wenn das ist ein ganz spezieller Unterschied. Der hat uns nämlich Wochen verfolgt und geprägt und war eine Story, die wir lange erzählt haben. Und was da passiert ist, hat Eindruck hinterlassen. Und daraus unmittelbar nach diesem Erlebnis folgte schon halt die Umsetzung in dem Tourbus mit dem Beat und wie wir dann uns schon die ersten Hook-Gedanken und so überlegt haben. Das war also sehr live und sehr direkt an dem Erlebnis dran. Wenn Leute sagen so, ich habe mal einen Song gemacht, einen Storyteller-Song, so, dann machen die entweder vielleicht mal eine fiktive Geschichte oder was sie mal vor ein paar Jahren erlebt haben oder von einem Freund neulich erlebt haben. Aber bei uns war das wie so ein Erlebnis, was dich wachrüttelt halt so, voll total schockt aus der Bahn wirft so. Und dann hast du das sofort irgendwie versucht, in der Musik so hinterher zu verarbeiten. So kam es mir vor. Es war ja Real Talk, ne? Und das ist ja eine wahre Geschichte und so. Und die war wirklich intensiv, krass. Das hätten wir uns nicht gedacht. Also, als ob wir Verbrecher sind, ne? So ob wir wirkliche Verbrecher sind, wirklich. Also, das kann ich. Pfui, kann ich gar nicht beschreiben, wie schlimm das war, ehrlich. Könnt ihr mir einmal die Geschichte erzählen, was genau passiert ist? Ist auf dem Song eigentlich erzählt. Also, wenn ich das so sagen muss, wirklich so, wie es passiert ist. Also, Wunder angehalten, Kontrolle. Hatten wir es dabei oder doch nicht? Weiß man nicht. Also, jedenfalls haben sie nichts gefunden und dann ging es weiter für uns. Aber der Prozess, so dieses Festgehalten werden in so einem Raum und dann kommen die und machen so ihre, Obrigkeit, wie nennt man das, wenn man so von oben herab, weißt du, und so denkt, so am längeren Hebel zu sitzen, wenn man das meint und weißt du, so Macht bei verschiedenen Charakteren kann auch nicht so ein passendes Werkzeug sein, also gibt jemandem Macht und du kennst seinen Charakter sozusagen, ne, die haben sich einfach nur lächerlich gemacht. So, das war alles. Wir hatten nichts. Das war ein richtig unsouveräner Umgang und mit dieser Machtposition, die sie innehaben, wie Karim sagt. Und war halt wirklich, also du zeigst, die haben auf jeden Fall eine Arschlochseite von Polizisten gezeigt. Also es gibt viele korrekte Menschen in ihren Berufen und in ihren Umgang und viele unkorrekte, aber das war wirklich nochmal eine Bad Cup, Good Cup, nimmer der übelsten Sorte, also wirklich inklusive Hundestaffel, das ist kein Witz, also mit Hunden und die haben, und, aber ich hätte uns auch rausgezogen, weißt du, wie wir aussagen? Stell dir mal so ein Van vor mit Schulz, Nice, Lackmann, Ness, ich, mein Bruder, Sidi, Tolga. Die geben so 9 Pässe ab, ein deutscher Pass da drunter, sonst nur so. Der Fahrer so Chance, na klar, volles, ne? Lupen rein alles, vom Alibi her und so, aber. Ja, also ich hätte uns auch rausgezogen. Jeder hätte uns rausgezogen, ganz klar, aber trotzdem, wir waren super kulant, super kooperativ, hatten nichts zu befürchten und haben eine Behandlung verdient, die wirklich die wir nicht verdient haben, die unter aller Sau war, ja. Und warum hast du denen wirklich gesagt, dass du eigentlich ja ein Delay bist? Na, natürlich nicht. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Aber was die uns, wie die uns halt Taschentricks gemacht haben, wie sie uns halt Gefühl gegeben haben, nichts wert zu sein oder wie sie mit den Hunden kommen, wie sie dich halt drangsalieren, das war schon wirklich, das sticht halt irgendwie, trotz diesen schönen Humor in dem Song halt irgendwie, sticht das zwischen den Zeilen schon durch. Also der Song hat auf vielen Ebenen nachgewirkt. Eine von diesen Ebenen ist es halt, dass es dich halt wirklich überrascht, wie sie mit dir umgehen. Und die zweite und dritte und was man auch noch so interpretieren kann, ist, wie wir halt auch als einzelne Person das auch als Musik umsetzen und wie wir uns aber auch gefreut haben, Musik daraus zu schaffen. Ist halt auch eine Situation, die nicht jeder so erlebt und dann es schafft halt daraus erstmal so Musik draus zu machen. Mhm. Wir waren ja wirklich, also es hätte nicht beschissener laufen können an dem Tag. Stimmt, aber ja.
Das ist quasi die Definition von aus Scheiße Gold machen wahrscheinlich. Lass uns doch einmal über die Single davor reden, Untouchable Tutorial. Davon ist nämlich ganz schön, dass ihr so ganz viele Martial Arts Einflüsse hattet. Ne? Und das sind ja eigentlich auch so Sachen, die ihr oft macht, so an Oldschool-Sachen aus Amerika sich bedienen. Ne? Das war ja auch eine lange Zeit da hoch im Kurs. Mhm. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Martial Arts Ding da reinzubringen? Ich weiß nicht, das kam irgendwie so auf. Ne? Ich habe mir überlegt, ich hätte halt gerne B-Rolls gehabt im Video und damit das, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben, wie ich drauf kam? Also damit es halt, man überlegt sich ja, wie mache ich so ein Video? Wir haben ja jetzt keinen, der sich für uns hinsetzt, ein Storyboard schreibt oder irgendwie sagt, hier, das ist jetzt euer Video zu dem Song, sondern wir denken uns das eigentlich immer im Kollektiv zusammen aus. Ne? Dann machen wir irgendwie Brainstorming und bei dem Ding dachte ich mir halt, ich kam auf Jillo, die Tänzerin, ne? Die hätte ich halt sehr gerne in einem Video gehabt, weil sie überkrasse Breakerin ist, so. Dann die Malerin, die hat Max vermittelt, ne, weil ich halt gerne so eine Malerin und dieses Bild, das ist ja dann auch genauso, ist verrückt, wenn du dir sowas in deinem Gedanken überlegst, wie es sein soll und dann passiert es genauso. Mhm. Und den Martial Arts Typ, den Kung Fu Shaolin Man, da habe ich halt Lucky gefragt, weil er Rob da kennt und Rob da so Kung Fu affin ist und der hat uns dann den Tipp gegeben und es war wirklich alles so, diese drei Rollen, also bis auf Jillu, die habe ich ein bisschen vorher gefragt, aber alle waren so einen Tag vorher. Hey, macht ihr das morgen? Und die so, ja, okay. Und ich war so überrascht und dann, dass es auch wirklich geklappt hat. Das wurde schon abgedreht, bevor wir da überhaupt ankamen. Ne? Es hat dann super geil gepasst, finde ich, im Video. Es ist von Philipp auch super krass umgesetzt, die Idee dann auch. Ne? Und das ist für uns auch gerade eine schöne Erfahrung mit Philipp, weil wir auch das zweite Video jetzt mit ihm gemacht haben, was hoffentlich vor Release noch rauskommt. Und da haben wir uns auch unsere Fantasie freien Lauf gelassen und eigentlich alles umgesetzt, was wir uns überlegt haben. Das habe ich irgendwie auch bei meinen Sachen so gelernt, wo ich Videos gedreht habe zu meinen Singles. Wenn du eine Idee hast, das ist gar nicht so absurd alles. Ne? Manchmal denkt man sich, oh, das ist aber schwer, schaffe ich nicht. Man kann alles eigentlich schaffen, umzusetzen, weil es ne, für alles irgendwie eine Möglichkeit gibt. Man muss sich nur reinhängen. Und ja, bin ich froh, dass wir so gute Ideen immer haben und sie inzwischen auch bereit sind oder auch das richtige Team haben, um es dann umzusetzen. Respekt an uns. leider muss ich an der Stelle auch sagen, ich habe bisher nur die beiden Tracks hören können, weil ich euer Album noch nicht habe, im Gegensatz zu Alex. Dementsprechend tut mir leid, dass ich da jetzt nicht so näher drauf eingehen kann, aber eine Sache wüsste ich dann gerne. Und zwar, was ich immer ganz schön finde, ist, hast du eine Lieblingsline von Lackmann auf dem Album? Auf dem Album? Oder von Mess? Oder von Mess habe ich bestimmt von beiden. Du musst dir auch schon mal eine überlegen. Wir haben uns noch keine Gedanken. Nee. Wir haben also, aber, weißt du, das ist schon, wir haben schon sowas schon vom zweiten und ersten Album schon mal immer gehabt, aber das ist immer erst ein halbes Jahr nach Entstehung des Albums passiert, wo wir so mal zurückblicken zum ersten Mal nach der ersten Tour und so gesagt haben, ey, weißt du, welche Line auf Tour bei Mess am coolsten kam immer so? Das stellt sich bei mir eigentlich erst immer so nach der Fertigstellung des Albums heraus. Ich müsste jetzt echt lange nachdenken und würde dann eine nehmen, die es dann vielleicht im Endeffekt gar nicht wird. So. Ja. Es sind sehr viele Bars. Müssen wir uns in dem, also das Becken ist schon sehr groß. Aber ich mag vom Mess zum Beispiel einen Part super gerne. Ja, bringt dir jetzt nicht viel, wenn du es nicht gehört hast. Aber auf welchem Track? Ich glaube, der Song heißt Witten an. Da finde ich seinen Part super krass. Von Lucky gibt es natürlich auch alle Parts, die cool sind. Oder da sticht mal was besonders heraus, aber es ist so stimmungsabhängig. Oder immer wenn ich diesen Witten an Song, das ist schon wirklich einer meiner Lieblinge. Da kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich den. Ja, finde ich cool. Ja, aber ja, bestimmte Lines. Lass uns ein anderes Mal nochmal drüber reden. Sehr gerne. Dann war es das auch von meiner Seite. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals, dass wir hier in Witten so herzlich willkommen geheißen wurden. Und ich würde euch gerne die letzten Worte übergeben. Ja, danke, dass ihr da wart. Das ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit. In Witten natürlich immer am liebsten. Und ja, unser Album kommt am 10.05. Die Release-Party in Bochum ist auch am 10.05. Die Tour danach, es gibt ein paar Dates, checkt es aus. Und ja, folgt Lucky auf Insta. Damit, und ansonsten, ja, vielen Dank. War sehr schön. Nicht zu danken. Das war's bei 16 Bars. Bis zum nächsten Mal.